Das hier ist mein Opa. Er und meine Oma lebten in einem kleinen Holzhaus im Hunsrück. Als ich ein kleiner Junge war, besuchte ich ihn öfters. Er hatte zwar einen Computer, aber der war so alt wie er selber. Spielen konnte man damit nicht. Naja, vielleicht mal solitär. Dafür gab es im Garten viel zu tun. Sein Garten war riesig. Aber ich habe dann doch lieber solitär gespielt. In seinen Pausen rauchte er dann. Er machte ziemlich viele Pausen. Er saß immer da, mit der Zigarette und dachte nach. Worüber? Ich weiß es nicht. Er liebte seine vielen Autos und fuhr gerne weg, wenn es ihm passte. Ich bin auch gern mitgefahren. Noch größer war seine Liebe zum Meer. Früher hatte er tolle Boote. Er gab ihnen den Namen meiner Oma. Aber im Hunsrück gab es kein Meer. Dort gab es seine Garage mit seiner geliebten Werkstatt. In der Ecke da hinten, da versteckte er sein altes Gewehr. Er war sehr kreativ. Er konnte tolle Bilder malen. Die Nachbarn wollten, dass er ihre Häuser bemalt. Das hat er gern gemacht. Einmal hat er mir einen Panzer gezeichnet. Danach hat er mir auf der Zeichnung gezeigt, wo man den Panzer treffen muss, um ihn zu zerstören. Ich habe das Wissen bis heute noch nicht gebraucht. Im Sommer sollten seine Blumen perfekt sein. Einmal hat sich eine Katze daran zu schaffen gemacht. Da ist er in die Garage gegangen, hat sein Gewehr geholt und hat sie erschossen. Er meinte, sie hätte die Blumen kaputt gemacht und gehören jemandem. Später hat er sie dann im Garten vergraben. Mein Opa war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er hat sich freiwillig bei den Fallschirmjägern gemeldet, obwohl er dafür eigentlich zu jung war. Aber er wollte weg von zu Hause. Deshalb hat er sich gefreut, als sie ihn genommen haben. Seine Ausbildung muss ziemlich hart gewesen sein. Zumindest hat er sowas mal erwähnt. Solange ich meinen Opa kannte, hatte er nie enge Freunde. In seiner Zeit bei den Fallschirmjägern war das anders. Mit Begeisterung hat er manchmal von den Sprüngen aus dem Flugzeug erzählt. Und springen durfte er oft. Über Holland, Kreta, die Schlacht um Monte Cassino, die Schlacht in den Abruzzen. Er kam viel rum. Als ich schon älter war, gab es diesen einen Moment, als er mir diese Geschichte erzählt hat. Seine Truppe wurde verlegt. Er und sein bester Freund sind auf einem Motorrad.
Sie geraten in einen Hinterhalt. Und sein Freund wird sofort getroffen. Ich habe ihn gefragt, was er dann gemacht hat. Er sagte, ich habe mein Gewehr genommen und alle erschossen, die mir im Weg standen. Wegen ihres Alters mussten mein Opa und meine Oma irgendwann umziehen. Raus aus ihrem schönen Holzhaus im Hunsrück und rein in eine kleine Wohnung in der Nähe der Familie. Auf seine geliebte Garage mit der Werkstatt musste er jetzt verzichten. Und seine letzten Autos konnte man wohl eher als altersgerecht bezeichnen. Selber wegfahren konnte er bald auch nicht mehr, wegen dem Sehen und Hören und überhaupt. Aber er war ja kreativ. Er nutzte jetzt das Internet, um auf Reisen zu gehen. Dafür holte er sich sogar einen neuen Computer. Mit einer 2-Pixel-Webcam. Einmal haben wir geskypt, aber nur ganz kurz, denn er dachte, das sei sehr teuer. Er wusste nicht, wie man richtig auflegt. Und so blieb ich dran. Eine Stunde lang. Ich glaube, er hat was gespielt. Sein Herz wurde schnell schwächer. Er starb am 8. Februar 2009. Nur ein paar Tage davor hat er mir sein altes Gewehr geschenkt.